Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge, da war die große Wiedervereinigung von Trevor und Michael. Da haben wir die Mission Fame or Shame gemacht. Da wollte Tracy, also Michaels Tochter, unbedingt an dieser Castingshow teilnehmen. Und das fand Trevor und Michael eigentlich auch gar nicht so witzig. Deswegen haben die das Casting einfach gestürmt und dann haben wir diesen Moderator da erstmal eine Runde gejagt. Und anschließend ging es nochmal zum Onkel Doktor, weil Michael nicht auf sein Leben klarkommt, dass Trevor einfach jetzt wieder in sein Leben reingeplatzt ist. Aber für die heutige Folge machen wir nicht mit der Story weiter, denn es wird mal wieder Zeit, mal auf Franklin zu switchen. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, diesen Jungen. Und mal gucken, wie groß jetzt sein Anteil eigentlich war an dem ganzen Überfall da, an dem Juwelierraub. Servants should get paid. Ah, bist du jetzt Müllmann geworden oder räumst du nur deinen Müll raus? Ich glaube, er räumt nur seinen Müll raus. Okay, ich dachte, es ist... Man weiß ja nicht, was in der ganzen Zeit so passiert ist. Ich habe eine Gelegenheit für dich. Triff mich am Del Perro Pier. Okay, das sind also die Lester-Missionen mit Franklin. Da wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass ich die erst später machen soll. Glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich soll die erst später machen, weil... wegen Aktien oder so. Online-Überweisung. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen? Ja. Zeig mal. 337.000. Ich meine, das ist ein nettes Sümmchen. So dafür, dass er gerade erst neu im Business ist und so weiter. Tonya. The ass is no. I can't haul at my boy now. Thought you might wanna know, being a high roller and all, they finally put the towing company up for sale. You know the business. Could make you some good paper. And you can keep JB on as a driver when he gets his head straight. Shit, I think about it. Ja, ich denke drüber nach. Okay, was wollen wir jetzt heute machen? Eigentlich ganz leicht, weil... Warte mal, das ist unsere Garage, ne? Ja, das ist unsere Garage. Ich wollte mal gucken, da oben... Hier ist ja auch so eine schöne Fremden-Freaks-Mission. Und ich wollte mal gucken, was das für eine ist. Ich glaube, wir können da auch mal mit dem Taxi hinfahren, weil das ist jetzt doch ziemlich weit weg und ich habe in der Folge auch noch mehr vor als das. Deswegen würde ich sagen, ja, können wir doch das noch mal machen. I need a cab as soon as possible. Not a problem. A driver's on the way. Cool. Weil hier, ja, Trevor, sage ich schon. Franklin braucht jetzt nicht wirklich den Fahrskill. Der ist ja schon fast maximal. Da fehlt ja wirklich nur noch ein kleines bisschen. Er bräuchte andere Sachen, aber die Ausdauer ist auch schon gut. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter mit ihm laufen, dann könnte er bald für den Marathon bereit sein. Für die Marathons, besser gesagt. Hey, yo. Zum Wegpunkt. Und zwar Dalli. Ich habe einiges vor in dieser Folge, deswegen beeil dich ein bisschen. Es könnte jetzt auch sein, dass wir hin und her switchen zwischen den Charakteren. Also es könnte jetzt sehr chaotisch werden, wie ich ja schon gesagt habe. Aber ich glaube, es ist einfach nicht zu vermeiden. Hallo? Es lädt und lädt und lädt? Das wird bestimmt sehr teuer. Wenn das da jetzt schon extra lädt... Eieieiei. Oder ist das Spiel jetzt abgestürzt? That's the ride, my man. Ho! Der zieht mir $100 aus der Tasche. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat kein schlechtes Gewissen. Der legt sich bestimmt heute Abend ins Bett und denkt sich so, jawohl, den habe ich aber richtig über den Tisch gezogen. Der denkt sich wahrscheinlich, nee, es wird wahrscheinlich noch schlimmer, der denkt sich gar nichts dabei. Der sagt sich wahrscheinlich noch, ja, den habe ich hier hingefahren, ich war für ihn zur Stelle. Ich bin ein guter Taxifahrer. Oder irgendwie sowas, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir das da hinten so anschaue, dann frage ich mich, wie hat er uns hier hinbekommen? Deswegen, oder da wird mir einiges klar, warum das so lange geladen hat. Jetzt mach hier nicht unseren fremden Freaks-Charakter da vorne kaputt. Und wehe, du fährst uns jetzt über den Haufen, dann kriegst du... Mach, dass du hier wegkommst. So, mal gucken, wer das hier ist. Also die grünen fremden Freaks-Missionen sollen ja für die 100% wichtig sein, also müssen wir das hier auch machen. Wen haben wir denn hier? Log 8-9-Zeta-3X. Wait. Wait, wait! Stop! What's the problem, homie? Wait.
carbon-based life form. Check. 6 feet tall. Check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Readings are... Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Time is 7:89 past the ninth meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homie. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings. And out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. And now I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look, look. See this? If you see some, let me know. Yeah, okay, I will, man. Was ist das Gebiet? Sag mal, bist du der Sohn von The Truth, oder? Resuming data scan. Also. Negative quantum fluctuations. Und wer ist das da vorne? Was ist das Frequency für switch 834 past the ninth. Ein richtiger Profi am Werk, Leute. Emission line broken. Naja, gut. Far infrared spectrum in flux. Hey. Okay, verlasse das Gebiet. Ich verlasse das Gebiet. Ach stimmt, ich bin ja mit Taxi hierher gekommen. Wollte gerade sagen, wo ist denn mein Auto? Aber ich habe doch gar kein Auto. Ich wurde mit dem Taxi her. Ja, was für ein Freak. Definitiv. Raumschiffteile sind in ganz San Andreas versteckt. Finde und sammle sie alle für Omega. Okay. Ja, das ist doch ganz nett. Das haben wir jetzt. Okay, das war also nur so eine, quasi der Start für eine Sammelnebenmission. Ja gut, dann haben wir das auch schon mal abgehakt jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, weiß ich nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Ja, ist ja schön, dass man sich das schon mal angeschaut hat. Dann, ich hatte gerade den Gedanken, das eventuell erst in dem Video zu machen, wo ich die dann alle sammel. Quasi, dass das alles so zusammenhängt und da auch die Cutscene dann mit in dem Video ist, aber das würde alles nur wieder in die Länge ziehen. Dementsprechend ist das okay. So, was haben wir denn jetzt noch so auf der Karte anzubieten? Wir haben eigentlich, ja, wir haben hier noch eine Fragezeichen-Mission mit Trevor. Und wir haben noch eine Randale-Mission. Das sieht mir ganz danach aus, als würden wir jetzt mit Trevor spielen. Ich hoffe, er ist nicht in Floyds Bude. Und es geht direkt weiter. Ich hoffe nicht, dass es weitergeht. Moment. Ich speichere sicherheitshalber vorher mal, falls das vielleicht der Fall ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob dein Autosave gerade erfolgt ist, deswegen ich speichere jetzt mal lieber. Und switche dann rüber zu Trevor. Mal gucken, wo er sich so rumtreibt. Ich meine, er muss ja eigentlich auch mal so ein bisschen gucken jetzt. Ich meine, er ist wieder in LS. And that is why you never talk unkindly to strangers, my friend. Trevor? Was zur Hölle machst du da? Da lässt man dich einmal aus den Augen. Und dann machst du sowas. Ich krieg den nicht mal geboxt. Was ist das denn hier? So, was hast du denn jetzt hier, Jimmy?
von Ron. Da waren heute so ein paar Chinesen beim Wohnwagen, schienen etwas sauer zu sein. Hast du sie irgendwie verärgert? Nicht, dass ich wüsste. Also da ist eigentlich alles Tutti zwischen uns. Wir sind gute Geschäftspartner. So, Haftbomben. Ja. Von Jimmy. Hey, Onkel T, hier ist Jizzle, Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist, mein Dad. Er verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Ja, sicherlich können wir das. Trevor hat natürlich nichts anderes zu tun, als mit dir saufen zu gehen, Jimmy. Nee, müssen wir, glaube ich, tatsächlich mal machen. Ist ja auch eine Nebenmission. Ich weiß nur nicht, mit wem ich das machen möchte. Vielleicht gehen wir auch mit Franklin und Jimmy oder vielleicht auch mit jemand anderen. Vielleicht machen Michael und Trevor sich auch mal einen schönen Abend. Das kann auch sein. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall, da können wir auch selber hinfahren, so weit ist das ja nicht. Oder wollen wir erstmal die Randale mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen den Lass mal die Randale erstmal mitnehmen. Arbeiten wir das erstmal ab. Das ist natürlich nicht für die 100% erforderlich, genauso wie die andere Fragezeichen-Mission, zu der wir jetzt hinfahren. Aber warum sollen wir sie nicht mitnehmen? Warum sollen wir sie nicht mitnehmen? Da spricht ja nichts dagegen. Vielleicht sind das auch lustige Missionen. So. Lucky miss! Ja, da sind wir also wieder mit Trevor. Trevor, das ist ja hier. Das ist eine ganz andere Welt für ihn jetzt. Ich weiß ja gar nicht, wo er damals gelebt hat. Ist er denn erst nach der ganzen Aktion da im Prolog quasi dahin gezogen? Und er war früher auch in Los Santos aktiv und hat da gelebt? Ich meine, bei Trevor weiß ich das immer nicht. Der hat. Irgendwie wohnt er da so in ärmlicheren Verhältnissen, aber er hat ja auch nicht so wenig Geld und er hat ja auch seine Firma. Also ich weiß nicht, ob er... Ron, Mensch. Grüße aus Sandy Shores. Wir vermissen dich. T, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu. Hier haben überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber und es ist schwer für mich als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst und für immer hier bleibst, so wie wir es besprochen haben. Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen in Los Santos erwischen. Sie sind da. Die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben seit deinem letzten Besuch. Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt. Aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So ein paar Chinesen haben hier rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind das die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist, aber das konnte ich noch nicht bestätigen. Naja, wie dem auch sei, ich vermisse dich, dein Geschäftsführer, kommissarisch. Das ist ganz wichtig, dieses kommissarisch wahrscheinlich. Naja, jetzt haben wir 2 Sterne. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe dort dann nur kurz angehalten, um mir die Nachricht durchzulesen. Soll ich etwa gleichzeitig fahren und die Nachricht lesen? Ist das, was ihr wollt, Polizei? Das ist doch viel zu gefährlich. Ich kann doch die anderen Verkehrsteilnehmer hier nicht gefährden. Also bitte. Jetzt müssen wir auch noch die Cops abschütteln. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich nur die Randale-Mission machen. Aber die kann ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil uns die Cops an den Hacken hängen. Was mache ich denn jetzt? Das ist einigermaßen gut jetzt. Wir sind aus dem Sichtfeld. Okay, kurzzeitig dachte ich, wir sind das. Sind wir aber nicht. Das müsste passen jetzt, oder? Jetzt haben wir sie abgeschüttelt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil wir mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben sind, hat irgendjemand wieder die Cops gerufen. Das geht mir sowas von auf die Nerven, diese Passanten, die da einfach hier die Bullen rufen die ganze Zeit. Das finde ich extrem nervig. Es ist realistisch, aber ich finde es trotzdem irgendwie sehr nervig. Könnt es doch hier gar nicht finden, oder? Okay, ja, och, das war so knapp. Wieso sind die denn hier reingefahren? Wie kommen die denn auf die Idee?
Ich meine, das ist goldrichtig gewesen. Wir waren ja wirklich hier, aber wie kommt man da drauf, da nachzugucken? Mein Gott, war das knapp. Ein Glück haben die uns nicht nochmal jetzt gefunden. So, wir haben jetzt 115.000. Dass wir jetzt mittlerweile... Mit Trevor haben wir jetzt echt gerade am wenigsten Geld von allen drei Charakteren. Denn das ist eigentlich heftig. Obwohl das der Charakter ist, mit dem wir die ganze Zeit gespielt haben. Naja, gut, Trevor. Das ist, Leben ist nicht leicht. Und du kannst jetzt ein bisschen Wut kannst du jetzt abbauen. Rauslassen. Wir spielen jetzt ja einfach hier die Randale-Mission. Die zweiten Randale müssen das sein. Da kannst du so ein bisschen die Sau rauslassen. So, jetzt ist Trevor-Time. So, look at the huella. Hey, ese, ¿qué onda? You say, amigo? Where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, Holmes, chill. No, I'm not a motherfucker. Ihr könnt mich mal, Alter. Ihr könnt mich mal. Let's go. Okay, Leute. Auf geht die Fahrt. Hä? Sind denn die Gegner da? Let's go. Oh, die Vagos. Die sind überall. Mit Headshots können wir das ja immer weiter verlängern. So war das, ne? Oh shit, die Fähigkeit ist gleich abgelaufen. Da oben bist du, mein. You think I give a damn about your little girl, Bob? Mein Gott, das geht ja aber ab. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kills, aber wir haben noch genug Zeit. Komm, John! So, wir haben wieder volle Energie. Quasi volle Spezialfähigkeit. Let's go. Und das, ach, das Geräusch kommt immer bei einem Headshot, ne? Deo, deo, deo. Holy! Zum Glück habe ich die Fähigkeit gerade genutzt, sonst wären wir, glaube ich, tot. Komm schon! Weiter! Was bist du denn hier für ein Stuntman? Alter! Alter, da haben sie den Molly geworfen. Das gibt's doch nicht. Vamos, cabrons! Oh, noch ein paar Kills brauche ich noch. Oh Gott. Wo ist er? Da, Alter! Komm schon! Ja, Trevor! Trevor! Oh, noch zwei Kills, komm! Trevor! Wo ist er? What kind of joke gangsters okay, pass. Are you? Oh, das war knapp. Hat aber noch gereicht. So, lass mich doch mal in Ruhe jetzt, Mensch. Ich hab's geschafft. Oh. Yeah, ich hab's geschafft. Erledige 6 Gegner mit Kopfschüssen. Okay. Noch eine Explosion vielleicht? Nö. Nee. Okay. Nee, war auch cool. War irgendwie, war schon cool. Muss ich sagen. War eine knappe Geschichte, hätte ich nicht gedacht, aber. Naja. Mich hat nur gerade gewundert, warum wir durch die Molotow-Cocktails so wenig Schaden genommen haben. Ich meine, er stand doch komplett in Flammen. Das hätte doch viel mehr... Das hätte ihn doch komplett hier... Das hätte doch viel mehr Leben abziehen müssen, oder? Oder ist er irgendwie feuerfest oder so? Hat er feuerfeste Kleidung an oder was? Das glaube ich eher nicht. Sieht nicht so aus. Miss me! Keine Ahnung. Also, kann ich mir jetzt gerade irgendwie nicht so erklären. Ich bin einfach nur froh, dass wir da nicht ran nicht gestorben sind jetzt. Naja, haben wir die Randale auch wieder mitgenommen. Gibt's eigentlich schon die nächste Randale? Ich könnte jetzt auch weiter Randale machen, aber... Nee. Randale machen wir immer mal wieder, aber jetzt einen ganzen Part nur Randale machen. Ich glaube, das wird irgendwann auch langweilig. Ich meine, ist ja eigentlich ganz cool, aber... Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen es mal nicht übertreiben mit den Randale-Missionen. So, jetzt mal volle... Fahrt voraus, wer weiß, was da jetzt schon wieder für einer, für einen Typ auf uns wartet.
Ich meine, es sind ja Fremde und Freaks. Entweder sind es Fremde, das ist ja sowieso klar. Oder es sind Freaks. Und das, der letzte, bei, also der bei Franklin da, der Omega, der ist definitiv ein Freak. Das sind wahrscheinlich diese Raumschiffteile, oder? Die man sammeln muss. Da freue ich mich ja auch schon wieder auf die Suche. Ich meine, ich werde nachschauen, wo die sind, aber man muss trotzdem alle Orte abgrasen und... Ah, gut. Es gehört halt dazu zu einem GTA, dass man auch Sachen sammeln muss. Das war ja schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich musste halt irgendwann mich mal zu überwinden, damit anzufangen. Ich drück mich immer ganz gerne vor sowas. Das ist, ja, das ist auch... Es gibt spannendere Sachen, die man machen kann in dieser Welt. Als das. So, wie weit ist denn das jetzt noch? Na gut, ich meine, das steht da unten ja 1,15 Kilometer. Juhu! Oh ja, was ein Drift. Ja, ja. Drift in die falsche Richtung. Das war brotlose Kunst. Hat nichts gebracht. In den Vinewood Hills. Was könnte hier für einer sein? Das ist aber nicht dieser... Dieser komische Paparazzo, oder? Bei dem wir schon mal was gemacht haben. Wer könnte denn hier sein? Marty Madrazo? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Er ist ja kein Fremder. Na, wen haben wir hier? Wonderful! A veritable treasure trove! That's a perfectly good sock and an entire courgette. Oh, I think you mean zucchini, Mrs. Thornhill. Oh, so wasteful. They're not like you and me. Is that a toothbrush? Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yeah, yeah, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, huh? Dear. You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. Oh. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. Oh. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! pair of fruitcakes. Auf jeden Fall. Was war das jetzt? Sollen wir jetzt wieder irgendwas sammeln oder... Geben wir uns jetzt Aufträge? Von wegen, gehen mal da in das Haus rein? Ich meine, das wäre ja cool. Aber wahrscheinlich auch wieder eine Mission, die jetzt ein bisschen Zeit braucht, bis sie ausgelöst wird, oder? Das sind ja alles irgendwie heute nur Cutscenes, die irgendwas einleiten. Aber nichts, was man sofort machen soll. Naja, gut. So ist das eben, ne? Was sollen wir jetzt noch machen? Vielleicht nochmal eine Randale-Mission reinbauen jetzt? Nö.
Das wäre jetzt auch wieder zu viel. Wir lassen es einfach hierbei und gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.